chaotisch momentan. Deswegen kommt jetzt auch zweimal hintereinander ein Bücherregal-Video. Und ich glaube, wir werden heute auch nur ein Regalbrett behandeln, weil es sind ganz viele Einzelbände. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen? Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die gezeigten Bücher fandet, wenn ihr sie schon gelesen habt. Habt ganz viel Spaß. Es ist momentan sehr chaotisch hier, deswegen kommt auch immer nur noch ein Video die Woche. Ich kann euch nämlich den Grund zeigen, warum es sehr chaotisch ist. Moment. Du bist der Grund. Du bist voller Staub. Wo warst du wieder? Wo warst du wieder unterwegs? In den tiefsten Ecken der Wohnung warst du wieder unterwegs. Das ist Fenris. Und Fenris ist 12 Wochen alt und deswegen hält er uns alle sehr auf Trab. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Seht es mir nach, dass jetzt irgendwie im Moment nicht so viel kommt und wenn irgendwie immer nur dasselbe. Yay, let's go! Mit diesem Regalbrett geht's weiter und wir starten direkt mit diesem Buch hier, das ein Highlight von 21 ist. Und irgendwie muss ich sagen, habe ich keine Lust, ein Video von den besten Büchern 21 zu drehen, weil es irgendwie jetzt so BookTube überschwemmt. Aber wenn ihr sagt, ihr habt richtig Lust auf so ein Buch, wenn ihr sagt, ihr habt richtig Lust auf so ein Video, dann mache ich das natürlich. Dann werde ich mal in meinem Bookjournal eintauchen und gucken, welche Bücher mir da so gut gefallen haben. Auf jeden Fall dieses Buch hier. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Es ist, glaube ich, Young Adult. Der kleine Kater macht nur Theater. Machst du Theater? Es ist Young Adult. Hier geht es um unsere Protagonistin und sie ist nach einem schweren Autounfall im Krankenhaus, nee, ich glaube, es war ein Motorradunfall, im Krankenhaus aufgewacht und muss jetzt erstmal sich um ihre Regeneration kümmern und hat keine Zeit für irgendwas anderes. Doch dann fällt ihr die Liebe buchstäblich vor die Füße. Ja, fällt vor die Füße. Was machen Sie da? Protagonistin ist auch super arm, mit ihrer Mama lebt sie zusammen und diese Trostlosigkeit der Umgebung wird so extrem deutlich und das hat mich so mitgenommen und am Ende war ich auch richtig lost und richtig schock, was irgendwie diese ganze Sache, diese ganze Quintessenz dieses Buches eigentlich war und es war so, hätte ich niemals mit gerechnet, hat mir sehr gut gefallen, kann ich sehr empfehlen. Das nächste Buch ist Offline ist es nass, wenn es regnet und das ist auch ein Young Adult Buch und dieses Buch ist, ja, hat mir ganz gut gefallen. Es war für mich kein Highlight. Es war eine Geschichte, von der ich nicht dachte, dass sie dann doch so ein ernstes Thema behandelt. Hallo Katze. Wie geht's dir? Alles gut? Letztendlich war es aber eher was für Jüngere. Hier geht es um unsere Protagonistin. Sie ist Influencerin auf Social Media und lebt eigentlich so ein Fake-Life und kriegt dann zu ihrem 18. Geburtstag eine Wanderausrüstung geschenkt. Beziehungsweise steht dann eine Wanderausrüstung mit Wanderschuhen vor ihrer Haustür und sie beschließt sich dann ohne Handy, ohne Kontakt zur Außenwelt, sage ich jetzt mal, in den Yosemite Nationalpark wandern zu gehen. Und ja, dann geht es halt um ihre Geschichte. Es ist ganz süß, hat mir ganz gut gefallen. Ich muss aber sagen, für mich war es persönlich jetzt kein Highlight, aber ich fand es trotzdem toll. Ich mochte es. Love to Share habe ich ja vor kurzem erst gelesen. Ich weiß gar nicht mehr genau wann. Ich war auf jeden Fall, war das noch 2021. Und hat mir gut gefallen. Ich hätte da auch wieder nicht gedacht, weil ich finde, das sieht eigentlich eher so aus wie so eine klassische, ja, jetzt nicht unbedingt... Hallo, schrei nicht hier rum. Nee, hier wird nicht rumgeschrien. Ich finde, es sieht jetzt nicht aus wie so ein klassisches New Adult Buch, sondern halt für so ein bisschen ältere Zielgruppe, sag ich mal. Aber hier war auch wieder eine Thematik drin, die ich sehr, sehr... kleiner Möppi, was hast du denn? Alles klar. Eine Thematik, die ich halt auch wieder sehr ernst fand und sehr wichtig anzusprechen und wo ich halt auch dachte, okay, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen ernster als gedacht. Hier geht es um eine Protagonistin, die ganz dringend eine neue Wohnung braucht, denn sie hat sich von ihrem Ex-Freund getrennt. Und dann haben wir natürlich den Gegenpart, unseren Protagonisten, der braucht dringend jemanden zur Untermiete, weil er halt Geld braucht. Und es passt eigentlich ganz gut zwischen den beiden, denn unsere Protagonistin arbeitet tagsüber und schläft nachts. Und unser Protagonist ist Altenpfleger bzw. Krankenpfleger und er arbeitet nachts und schläft tagsüber. Also teilen die sich so ein bisschen die Wohnung. Und dann geht es halt darum, dass die beiden halt vielleicht zueinander finden, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht, wenn es in eine Liebesgeschichte geht. Und es ist eine ganz süße Geschichte, hat mir ganz gut gefallen, mochte ich sehr gerne. Das nächste Buch ist von der gleichen Autorin, Time to Love. Das habe ich noch nicht gelesen. Hier geht es um unsere Protagonistin, die ein Sabbatical verdonnert bekommt. Das heißt, ein Jahr ist es unbezahlter Urlaub, weil sie halt irgendeine Präsentation, die wichtigste im ganzen Jahr, halt richtig verballert hat, verhauen hat. Und deswegen zieht sie zu ihrer Granny und ihre Granny lebt halt in so einem englischen Dorf. Und sie
tauschen sozusagen die Leben. Das heißt, unsere Protagonistin geht in das alte englische Dorf und unsere Omi, die zieht nach London und lebt da das Londoner Life, weil die Omi halt auch sagt, okay, ich bin schon so lange alleine, ich möchte halt nur wieder jemanden Neuen kennenlernen. Und ja, es ist total süß. Ich habe es noch nicht gelesen. Es war ein Mängelexemplar, kann man hier, glaube ich, gut erkennen. Und es gibt ja noch ein Buch von der Autorin, das hat mich aber nicht so angesprochen. Mal gucken, wie mir das gefallen wird. Ich glaube, das wird mir sogar noch ein bisschen besser gefallen als das, weil ich diese Granny-Thematik total süß finde. Und ja, we will see. Dann wieder ein bisschen leichteres Buch. Hier sind, glaube ich, eher so diese leichteren Geschichten, in Anführungszeichen. Das hier ist ein, ja, das habe ich einfach mal, weiß ich gar nicht, wo ich das gesehen habe. Irgendwo habe ich das mal gesehen und dachte mir dann so, ja, komm, hört sich süß an. Es geht um unsere Protagonistin, die nicht so wirklich mit dem Tod ihrer Mutter abschließen kann. Ich meine, schlimm, ja. Aber auch nach, ich glaube, 6, 7 Jahren oder so, ist sie immer noch so richtig in sich gekehrt. Und ihre kleine Schwester, die ist, glaube ich, so Anfang, Mitte 20 oder so, versucht sie mal aus ihrem Loch rauszuholen, aus ihrem Schneckenhaus. Aber es klappt irgendwie nicht so. Und dann eröffnet ihr Vater, oder der Vater der beiden, eröffnet den beiden Geschwistern, dass er nochmal heiraten wird. Und das lässt die Protagonistin aus allen Wolken fallen. Und sie denkt dann halt darüber nach, okay, wann war ich denn das letzte Mal glücklich? Weil wie kann mein Vater so schnell wieder so glücklich gewesen oder werden, dass er halt eine Frau, die er erst seit 2 Wochen kennt, heiratet? Hi, ich bin nicht positiv. Sehr gut. Habe ich noch nicht geguckt. Ich mache jetzt gerade mein Video. Und dann stellt sich heraus, dass sie das letzte Mal glücklich war in ihrem Auslandsjahr, wo sie durch Europa gereist ist. Und deswegen beschließt sie dorthin zurückzukehren nach Italien, Irland und Frankreich. Und da hatte sie halt auch jeweils Liebschaften, mit denen sie sehr, ja, sehr gute Erinnerungen teilt, die sie aber lange nicht mehr gesehen hat. Und dann fährt sie eben in diese jeweiligen Länder nach Europa. Und was sie da erlebt, das müsst ihr selber lesen. Fand ich ganz süß, weil jetzt nichts bahnbrechend Berauschendes, aber ich fand es ganz süß, hat mir gefallen. Als nächstes stelle ich euch mal 2 Bücher direkt auf einmal vor, weil ich habe beide noch nicht gelesen, kann dementsprechend zu beiden noch nicht viel sagen. Bei Alle außer Alice geht es darum, dass die Protagonistin, ich glaube, einen Unfall hat und dann ihr Gedächtnis verliert. Und sie ist eigentlich Ende 30, hat gerade das dritte Kind bekommen und ihre Ehe ist so ein bisschen, oder bröckelt. Aber sie sieht sich jetzt als Mitte 20 schwanger mit dem ersten Kind und die Ehe läuft super. Und dann geht es halt darum, wie die das halt irgendwie zusammen wieder hinkriegen, die Ehe vielleicht oder das Familienleben. In Love Wanted geht es um eine Familienfirma, glaube ich. Die haben eine Hochzeitsagentur und die Tochter muss jetzt einspringen und hat dann, glaube ich, aber eine Leiche, die sie verschwinden lassen muss, weil irgendein Blind Date nicht so ganz gelaufen ist, wie es sollte. Und muss dann halt aber ihre Familie, die eben eigentlich mit so einem riesengroßen Auftrag quasi beschäftigt ist, um Hilfe bitten. Und das soll wohl so ein bisschen Crazy Rich Asians Vibes haben. Bin sehr gespannt. Finde ich, hört sich sehr lustig an. Die 3 zeige ich euch auch zusammen, weil das sind, glaube ich, so die Jugendbuch-Klassiker. Love, Simon. Es geht ja hier um Simon, der noch nicht offen schwul geoutet ist und wird dann halt eben fremd geoutet. Und dann geht es halt darum, herauszufinden, warte mal, wird er überhaupt fremd geoutet? Ich glaube schon. Und er schreibt immer mit einem, ja, aus seiner Schule namens Blue, der auch, dem er halt eigentlich sein ganzes Geheimnis anvertraut, seine Sexualität, das Geheimnis um seine Sexualität, so rum. Und Blue ist eben jemand aus seiner Schule, er weiß aber nicht wer. Und dann geht es halt so ein bisschen darum, herauszufinden, okay, wer ist Blue? Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, fand ich eigentlich jetzt nicht so surprisingly, wer Blue ist, aber fand ich ganz gut. John Green, das Schicksal dieser Verräter. Ich glaube, das Buch hat gefühlt zumindest den Film auch jeder gesehen. Es geht hier um Hazel und sie ist krebskrank und dann trifft sie auf Gus. Und die beiden sind halt, treffen sich in einer Selbsthilfegruppe für krebskranke Jugendliche, glaube ich. Ja, und dann verlieben die sich ineinander und es wird ganz, ganz tragisch. Und Tote Mädchen lügen nicht. Ich habe noch diese 100 Jahre alte Ausgabe. Obwohl, die gibt es, glaube ich, immer noch. Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Ja, Tote Mädchen lügen nicht. Es geht auch hierum, dass sich eine Person auf einer Highschool selbst umgebracht hat und 13 Kassetten aufgenommen hat mit, oder die halt die Leute, die halt schuld an dem Tod sind, sich halt anhören müssen.
geht halt viel um Mobbing. Und ich glaube, ich habe das damals mit 15 oder so gelesen oder 16, ich weiß gar nicht mehr. Also es war, damals hat mich das extrem nicht mitgenommen, aber hat mich extrem zum Nachdenken angeregt. Also ich finde dieses Buch wirklich gut für Jugendliche, die da vielleicht auch mit schlimmeren Themen so ein bisschen, ja, die abkönnen, wie sich doof sich das anhört, aber ist halt einfach so. Unpregnant habe ich ja im Dezember beendet. Das war ja das Subglasbuch für den Dezember, meine ich. Und es hat mir ganz gut gefallen. Es geht hier darum, dass unsere Protagonistin, die ist auch im Teenager-Highschool-Alter und sie ist Vorzeigeschülerin, hat nur Einsen, geht auf immer Lernwochenenden, wo die halt nur lernt mit ihren Freundinnen. Also ist wirklich auch beliebt, hat einen beliebten Freund. Und dann starrt sie halt ungläubig auf ihren positiven Schwangerschaftstest und möchte dieses Kind nicht behalten und wird sich dann und begibt sich dann mit einer ehemals besten Freundin, weil sie die einzige ist, die das irgendwie herausgefunden hat, auf diesen Roadtrip eben, ich glaube 1600 Kilometer durch Amerika. Und ja, die erleben dann da halt wilde Sachen, sag ich mal. Es hat mir ganz gut gefallen. War jetzt kein Highlight für mich, aber ich mochte es sehr, sehr gerne. Zum Teil ist mir die Bailey Butler, hieß ihre Freundin, und die ist mir zum Teil so ein bisschen auf den Sack gegangen. Und vielleicht, weil ich auch ein bisschen schon zu erwachsen bin, sag ich mal, würde ich jetzt auch manche Aktionen, die da machen, nicht gutheißen. Aber es ist eine süße Geschichte und eigentlich auch eine sehr lehrreiche Geschichte, muss ich sagen. Dann ein absoluter Coverkauf, Das Geheimnis des Wintergartens. Habe ich halt, wie gesagt, wirklich nur gekauft, weil ich das Cover so toll fand. Ich weiß nicht genau, worum es geht. Es ist auch eine Geschichte auf zwei Zeitebenen. Es geht hier auch um den Ersten oder Zweiten Weltkrieg, um den Zweiten Weltkrieg. Und da wurden halt viele britische Anwesen als Lazarette benutzt, also wo die Soldaten halt eben rasten können oder sich strategisch neu orientieren, irgendwie sowas. Und dann geht es darum, dass in diesem einen Haus, wo das 1944 spielt, auch ein Wintergarten oder einen Garten gibt. Und von diesem Garten hält halt die Hausherrin diese ganzen Soldaten fern. Und dann spielt es in 2020. Und ich glaube, die Protagonistin in 2020 ist Gärtnerin. Und findet dann in einem Anwesen, glaube ich, geheime Tagebücher, die sie eben zu einem Garten führt, der von irgendeiner berühmten Gartengestalterin gemacht worden ist. Ich kann es leider noch nicht so richtig herführen, wie der Inhalt ist. Habe ich, um ehrlich zu sein, auch nur wegen dem Cover gekauft, weil ich es wunderschön finde. Dann ein Buch, das ich vor 100 Jahren gelesen habe, was mir damals eigentlich ganz gut gefallen hat. Das ist eine Liebesgeschichte, es spielt auch ein bisschen in der Vergangenheit. Es geht um zwei Jugendliche, die sich halt verlieben und das ist so die Liebe. Und dann geht es aber auch noch darum, dass die sich halt dann durch irgendeinen Grund nicht wieder getroffen haben und keinen Kontakt mehr hatten. Und dann spielt es, glaube ich, so und so viele Jahre später und da finden die sich halt wieder. Aber die Frau ist halt verheiratet und ja, es ist irgendwie alles ganz wild so. Hat mir ganz okay gefallen. Wie gesagt, manche Aspekte waren halt ging gar nicht eigentlich, vor allem so was das Ende betrifft. Ich habe das aber auch nur realisiert, weil ich ein Video von Rani, glaube ich, geguckt habe. Und sie hat es halt angesprochen und es ist mir halt damals, als ich es gelesen habe, überhaupt nicht aufgefallen. Deswegen kann ich dieses Buch jetzt nur eingeschränkt empfehlen. Dann ein Buch, was bei mir eingezogen ist, weil ich das in einem Radiospot gehört habe, beziehungsweise weil im Radio eine Empfehlung darüber ausgesprochen worden ist, Heartbreak Boys. Und zwar geht es hier darum, dass unsere zwei Protagonisten jeweils einen Freund haben, die sich miteinander betrogen haben. Also sagen wir mal, Freund von ihm und Freund von ihnen haben miteinander gebabbelt und haben die beiden dann halt dementsprechend betrogen. Sind jetzt auch zusammen, das heißt, die beiden sind jetzt am Abschlussball betrogen worden. Ja, auf jeden Fall sind die jetzt super happy zusammen und machen jetzt einen großen Urlaub zusammen. Und das stört die beiden natürlich. Und deswegen machen die einen Instagram-Account auf, nämlich die Heartbreak Boys. Und worum genau es so richtig geht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es total toll angehört hat, LGBTQ. Bin gespannt, wie es sein wird. Dann ein Buch, was super neu eingezogen ist. Das ist jetzt auch ein Neuzugang aus dem Januar. Dieses Buch ist The Inheritance Games. Es ist, finde ich persönlich, hört sich das so an, so ein bisschen wie Paper Princess oder so. Keine Ahnung. Es ist richtig gehypt. Es gibt auch richtig krank schöne Ausgaben. Ich habe jetzt hier die ganz normale Paperback, weil I love Paperback.
Und ich weiß nicht genau, worum es geht. Irgendwie, unsere Protagonistin wird von irgendeinem reichen Typen beerbt und seine Enkel sollten eigentlich alles erben, seine 6 Enkelsöhne wohlgemerkt, ja. Und dann geht es halt darum, dass die irgendwie ihr Erbe antritt, aber die das halt alle nicht wollen. Aber ich muss sagen, hört sich Bombe an. Im Juli irgendwann wird auch noch der zweite Teil davon erscheinen. Ich glaube, dann ist es auch vorbei. Hier haben wir jetzt noch die letzten 4 Bücher aus dem Regal. Und zwar sind das die, nicht alle, aber Einzelbände von Lucinda Riley. Helenas Geheimnis habe ich gelesen. Das spielt alles immer so auf 2 Zeitebenen. Helenas Geheimnis ist ein bisschen anders. Das spielt jetzt nicht im 19. oder 20. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert. Hier spielt es, glaube ich, in den 80ern, in den 2000ern und in der Jetztzeit sozusagen. Es geht um eine Familie auf Zypern, die immer in so einem Sommerhaus quasi waren. Und es geht um Helena, die halt ein Geheimnis hat und ihr Sohn versucht das halt aufzuklären. Und dann geht es halt darum, als der Sohn klein war, wie er das alles so empfunden hat damals. Und dann geht es halt um die Gegenwart, wo das Geheimnis halt aufgedeckt wird. Es ist ganz cool. Besser gefallen haben mir aber das Orchideenhaus und die Mitternachtsrose. Die Mitternachtsrose ist mein liebstes Buch von ihr bis jetzt, was ich gelesen habe. Hier geht es auch wieder um 2 Zeitebenen. Spielt hier, ich glaube, in England und in Indien. Ganz, ganz toll. Ich habe es geliebt, geliebt, geliebt. Ich kann es nur nicht mehr genau herleiten. Es geht, glaube ich, um eine Schauspielerin, die in diesem Herrenhaus sozusagen, ja, wie war das denn nochmal? Die soll dann Film drehen halt. Und dann sieht sie aber irgendwie aus wie die Hausherrin von vor 100 Jahren oder so. Und dann geht es um den Haus, um diesen Gutsherrn, der kann ich nicht mehr herleiten. Auf jeden Fall ist natürlich auch ein hübscher Boy dabei. Klar. Hat mir sehr gut gefallen. Müsste ich eigentlich nochmal rereaden, wenn ich da jetzt so wenig zu sagen kann. Und das Orchideenhaus spielt, glaube ich, in Thailand. Und wo war das denn noch? Genau, es geht darum, dass unsere Protagonistin immer mit ihrem Großvater in der Orchideenzüchter war, in so einem Haus gelebt hat. Wahrscheinlich irgendwie auch in England. Oh mein Gott, ich bin so schlecht im Zusammenfassen. Das ist echt lange her, als ich gelesen habe. Und dann geht es halt darum, dass sie halt, ich glaube, Tagebücher oder Briefe bekommt, die halt ein Geheimnis die ihres Großvaters offenbaren. Und das führt sie halt eben nach Thailand ins, ich glaube, auch wieder 19. Jahrhundert oder 20. Jahrhundert, ich bin mir nicht sicher. Es ist, die sind toll, auch wenn ich jetzt nicht mehr genau herleiten kann, worum es ging. Und der Lavendelgarten, den habe ich ja gezogen, der ist noch nicht gelesen. Ich komme irgendwie gar nicht zum Lesen momentan, was wahrscheinlich auch mit dem kleinen Wurm zu tun hat. Aber na gut. Ja, auf jeden Fall meine Lucinda Riley Bücher, die ich hier habe. Ich werde jetzt mal gucken, das ist ja Lavendel, ist das vielleicht dann Provence? Ich glaube, es war Provence. Und auch wieder auf 2 Zeitebenen und geheime Briefe und bla bla bla. Also, sorry, dass ich es jetzt nicht so herleiten kann, aber it is, wie it is. Es ist leider ein kürzeres Video geworden, beziehungsweise nur ein Regalbrett, aber anders schaffe ich es momentan nicht. Ich werde versuchen, irgendwie vorzuproduzieren und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss!